Woche 9 am Start und was geht ab? Willkommen zurück zu einem neuen Video von ProKillerTV. Hier in diesem Video geht es darum, und zwar sammle XP-Münzen und wir müssen 5-mal XP-Münzen finden und einsammeln. Es gibt auf der ganzen Karte von Woche 1 bis Woche 10 XP-Münzen aktuell verteilt und es kann sein, dass ihr Münzen gefunden habt, dafür haftet ihr jetzt nicht, aber ich zeige euch jetzt mal kurz mal 5 Orte, wo die Münzen sein könnten und werde euch am Ende des Videos, werde ich euch alle Karten halt ungefähr finden zu können, um die Aufgabe schnell zu abzuschließen, Leute. Ich würde sagen, die erste Münze wäre einmal hier bei der Location hier. Wir fliegen einmal hier vorne hin. Hier in der Location wäre die erste lilane Münze, wo ihr die hier finden könnt. Wir gehen einmal hier zu diesem Schloss rein und die erste Location wäre einmal hier unten irgendwo, müsste die lilane Münze sein, die ihr finden könnt. Die müsste auf jeden Fall hier sein, die Münze. Das wäre eine Münze, die ihr aufnehmen könnt mit ganz vielen XP-Token, die ihr finden könnt. Einfach mal hier gucken, müsst ihr hier auf dem Boden liegen, Leute. Dann einfach mal alle einsammeln und das war's auch schon gewesen. Die zweite Location wäre einmal in der Nähe von Lazy Lake, nördlich oben, Leute. Und zwar hier an der Hauptstraße auf ein Zelt. Und da müsste die nächste zweite Location zu spawnen, die ihr einsammeln könnt. Ganz kurz nebenbei am Rand, Leute, falls die Münzen bei euch nicht sind, okay, ihr könnt ja auch gerne in Gruppenkeil suchen, müsst ihr nicht jetzt in Solo machen, ja, geht auch alles in Gruppenkeile. Habt ihr die schon gefunden, okay? Nicht vergessen, so, das wäre eine Next Location hier auf dem Zelt oben drauf, wäre Nummer 2 von 5. Jetzt kommt die Next Location. Eine dritte Münze könnt ihr bei Cracked Cliffs finden, Leute. Wir fliegen einmal hier unten hin, bei der blauen Markierung. Da wird es die Next Location geben, wo ihr eine lilane Münze finden könnt. Das war einmal hier, neben dem großen Stein, und müsste die nächste lilane Münze sein. Und auch wieder einsammeln wieder hier. Da habt ihr auch schon mal Nummer 3 gefunden. Dann geht es ja schon weiter zur nächsten Location. Die vierte Location von einer Münze, wo ihr eine finden könntet, wäre einmal hier bei der blauen Markierung. Da fliegen wir mal oben drauf, Leute. Denn da gibt es eine grüne EP-Münze, die ihr finden könnt und einsammeln könnt. Hier zwischen den Bäumen gibt es die grüne XP-Münze, die ihr finden könnt. Und einfach einsammeln wieder hier, Leute. Und dann habt ihr auch schon mal 4 gefunden. Nummer 5 wäre einmal Salty Springs in der Nähe, Leute. Wir fliegen einmal hier vorne zum Haus hier. Aber hier bei der Location gibt es einmal die 5. Location, wo ihr eine Münze finden könntet. Und ich hoffe, ich kann euch bei den Videos, bei den Aufgaben helfen. Nicht vergessen, Leute, jetzt kommt gleich, wo ich meinen Abschluss sage, die Bilder rein, wo ich euch alle Locations nochmal zeige von Woche 7, damit ihr alle finden könnt. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Wenn ihr Bock habt, lasst euch gerne einen Daumen nach oben da, einen kostenlosen Abo, Leute. Ich würde sagen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer ProKillerTV. Peace out.